Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit interessanten Themen rund um Eure Simson. Die steht hier unter mir, seht ihr noch nicht im Bild, zeige ich euch gleich. Ich habe mir heute mal was einfallen lassen, wo ich schon selber viele Jahre immer am Verzweifeln war, weil wir früher eben auch mal beim Bremseentlüften gedacht haben, Bremse entlüften. Das entweder brauche ich ein Profi-Werkzeug, dass sie dann, muss ich mal gucken, wo das ist hier. Ja, wir haben aber gedacht, beim Bremse entlüften, man braucht vielleicht ein Profi-Werkzeug, das ist so ein Ding, ne? Damit kann man die Bremse also entlüften oder ganz einfach mal ganz schnell die Bremsflüssigkeit wechseln. Funktioniert so, hier wird Druckluft angeschlossen, das macht über einen Kanal durch und erzeugt einen Unterdruck mit der Druckluft und zieht dann durch den Schlauch einfach die Suppe raus. Man kann halt ganz schnell die Bremse entlüften. Kostet aber ganz schön viel Geld. Wir brauchen das natürlich, ich finde es total cool, ich benutze das auch. Aber es passiert eben auch, man steht auf der Rennstrecke, zum Beispiel, dort habe ich das her, weiß überhaupt nicht, wie ich die Bremse mal ganz schnell entlüften kann. Es geht aber gleich los und jetzt Feuer und Vollgas und in 5 Minuten ist Rennen und die Bremse ist noch nicht entlüftet, weil irgendwas kaputt war. Und deswegen jetzt eine ganz einfache Technik, eine Anleitung, wie man mit ganz wenig Geld, mit einer kleinen Spritze aus der Apotheke und ein paar Handgriffen die Bremse super schnell entlüftet bekommt. Und das seht ihr genau jetzt. So, zuerst habe ich vorhin schon mal hier ein bisschen den Deckel abgeschraubt, die ganze Flüssigkeit abgelassen. Das heißt, ich habe mir die wirklich leer laufen lassen, habe die mit meinem Vakuumgerät leer gezogen. Soll aber jetzt erstmal egal sein. Also hier ist wirklich nichts mehr in dem System drin. Ist komplett leer von oben nach unten. So, als hätte ich das Ding auseinandergeschraubt, euch einen anderen Bremssattel gekauft oder irgendwas dazu. Und was wir jetzt dazu brauchen, um das ordentlich zu machen, wäre so eine Spritze. Die kann auch kleiner sein. Ich habe jetzt eine relativ große, ne? Hier passt ganz schön was rein. Bis zu 100 Milliliter. So viel brauchen wir nicht. Ich schätze mal, naja, 30, 40 Milliliter reichen auch aus. Gibt es eine Apotheke, kostet gar nicht. Achtet darauf, dass ungefähr die Größe von dem Benzinschlauch da drauf passt. Das heißt also kein zu dünner Schlauch, dass der Anschluss hier einfach groß genug ist. Wie gesagt, geht man in der Apotheke, kostet gar nicht so ein Ding. Und es muss halt, upsala. Und es muss halt einfach beweglich sein hier, hin und her rutschen. So, ich habe jetzt hier die Spritze, habe den Schlauch. Ich mache in meinen Bremsflüssigkeitsbehälter grundsätzlich immer nur so ein kleines Loch rein, weil Bremsflüssigkeit wird im Prinzip dadurch schal, dass die Luftfeuchtigkeit anzieht. Das heißt also, die wird irgendwann schlecht, weil sie halt zu viel Feuchtigkeit gezogen hat. Deswegen immer nur ein kleines Loch rein und die Flasche immer nach dem Benutzen direkt wieder zuschrauben. So, jetzt halte ich die Spritze hier fest, ziehe mir hier mal so einen Schwungsuppe raus. Ich sagte, ich schätze so vielleicht, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall reichen, den Rest schütte ich einfach wieder zurück. Ja gut, ich mache noch ein bisschen mehr. Ne? Das geht auf jeden Fall, das reicht definitiv. So, dann ziehe ich das Ding raus, dann halte ich die Spritze gleich falsch rum. Erstmal so rumhalten, dann können nämlich schon mal die Blasen nach oben steigen. Dann mache ich schon mal den Deckel zu, damit die Suppe wirklich nicht schal wird, dann könnt ihr das viele Jahre benutzen. Das zieht zwar auch so mit der Zeit Feuchtigkeit, aber das geht wirklich ziemlich lange. Dann drücke ich erstmal die Blase aus der Spritze raus, also vorsichtig, jawohl, genau so. So, dass ja nach Möglichkeit keine Blase mehr drin ist. So. Das kann man jetzt hier oben drinnen lassen, weil am Anfang drückt man halt ein Stück Luft in die Luft rein. Aber in jedem Fall so, dass er keine Blasen mehr sind. Na, da ist noch eine kleine. So, die drücke ich hier hoch. So, prima. Jetzt stecke ich dann auch den Ringschlüssel hier auf die Schraube drauf, so dass ich sie aufdrehen kann. Das heißt also, ne, ich meine, hier könnte ich sie auch hin und her bewegen und dann hochziehen an die richtige Stelle. Aber achtet darauf, dass ihr sie aufmachen könnt und dass ihr sie auch wieder zumachen könnt. So, die stecke ich hier drauf. Dann gibt es meine Spritze. Dann stecke ich den Schlauch hier drauf, die ich mir gerade vorbereitet habe. Es ist schon ein kleiner Tropfen runtergelaufen. Das ist aber nicht so dramatisch. Bei Bremsflüssigkeit ist es so, das löst alles Mögliche an. Jetzt habe ich zum Beispiel Luft im Schlauch. Das heißt, die Luft muss ich nachher erstmal wieder mit durchdrücken. Das ist aber auch nicht so dramatisch. Das wird so funktionieren. Das heißt also, wir müssen nur darauf achten, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Schaum hier drin haben und hier 1000 Blasen mit durchdrücken. Wenn wir also jetzt drücken auf die Spritze und haben immer wieder eine Blase, die durch den Schlauch hier mit durchwandert, haben wir natürlich immer wieder Luft im System. Für hier oben rate ich euch, legt euch einfach mal so ein kleines bisschen Lappen auf den Tank drauf. Wie gesagt, das ist so, Bremsflüssigkeit löst relativ stark alles Mögliche an, was an der Moped dran ist. Das heißt also Lack und alles Mögliche und auch die Pfoten werden glühend rot davon. Also versucht immer, dass das so wenig wie möglich an die Finger kommt. Der eigentliche Trick, wenn man das entlüften will, da geht es darum, dass wir quasi dafür sorgen können, dass die Luft hier rauskommt, weil die kann dort rückwärts nicht über die Manschette hier in den Behälter reinkommen. Also sorgen wir zuerst dafür, dass wir erstmal hier ein bisschen Bremsflüssigkeit drin haben. Ich sag mal, ich mache das so ungefähr halb voll. Dann setze ich hier schon mal einen Ringschlüssel an, mache das Ganze hier locker und mache es aber wieder fest, so dass ich weiß, okay, ich kann das mit einem einfachen Handgriff locker machen und wieder festdrehen. Dann nehme ich meine Spritze. So, Spritze sitzt. Dann drehe ich oben die Schraube auf, so dass hier Luft rauskommen kann. Drehe unten die Schraube auf und fange an mit drücken. Und das mache ich so lang, bis man hier oben nichts mehr ploppern hört. Vielleicht hört ihr es. Ich drücke jetzt gerade auf die Spritze die ganze Zeit. Es ploppert und ploppert und ploppert.
So, und jetzt sehe ich, es tropft auf dem Fußboden, aber es kommen keine Blasen mehr. Dann halte ich die Spritze unter Spannung, drehe aber unten nicht zu. Jetzt drehe ich aber oben zu. So, zugedreht. Jetzt drehe ich unten zu. Und wenn alles richtig gegangen ist, ist meine Bremse jetzt entlüftet. Ist sie noch nicht? Dann drücken wir noch zwei, dreimal hin und her. Dann ist quasi einfach nur hier oben drin ein ganz kleines bisschen Luft. Also, noch nicht die Nerven verlieren. Ihr seht es bestimmt hier, kommen immer noch ein paar Luftblasen raus. Das machen wir ein paar Mal. Das hilft doch beim Pumpen manchmal, wenn das so rausspritzen will hier oben. Ne? Wenn man nämlich zu schnell drückt, passiert genau das hier. Dann spritzt das Ding durch die Gegend, haltet Lappen drauf oder einen Deckel von dem Ding. So, jetzt habe ich schon einen relativ guten Druckpunkt, ist aber trotzdem irgendwo noch ein bisschen Luft im System. Und das ist meistens nur noch unten an der Schraube eine kleine Blase. Also gehe ich mit meinem Lappen wieder runter, lenke das hier ein bisschen ein, gehe runter an die Schraube. Mach meine Schraube auf und halt den Lappen drüber, weil sonst spritzt hier unten alles voll. Dann halte ich beides mit einer Hand fest, drück oben den Hebel, drück vorsichtig und drehe unten kurz auf. Dann zutsch es von unten kurz, unten wieder zudrehen. So, jetzt schauen wir mal. Und jetzt ist der Druckpunkt wirklich da. Also jetzt ist er schön hart und jetzt ist die Bremse halt auch wirklich da und dann funktioniert das. Und damit ist eure Bremse entlüftet. Jetzt seht ihr manchmal noch, dass hier immer noch eine kleine Blase rauskommt. Das ist auch so, dass das dabei hilft, wenn man ein kleines bisschen nach links und rechts dreht. In jedem Fall kann man so ziemlich schnell eine Bremse entlüften und muss halt nicht pumpen, unten aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Ihr kennt das bestimmt, da kann man Stunden verbringen. Das Problem ist nämlich, man kriegt die Blasen ganz schlecht durch den Schlauch durchgedrückt und die nach unten gedrückt. Eine Blase mischt ja immer nach oben. Deswegen unten mit der Spritze und hier oben über die Schraube entlüften ist wirklich die einfachste Methode. Es gibt auch Schrauben, die haben Entlüftungsnippel, ist aber Quatsch, braucht ihr nicht. Ihr solltet immer darauf achten, dass diese Kupferdichtungen ordentlich sind. Und ihr solltet auf jeden Fall auch noch auf was anderes achten und das erfordert noch im Abspann. Ganz zum Ende sei noch gesagt, ich habe euch jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Einblick gegeben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann mit der Vakuumpumpe. Man kann das mit der Spritze hier durchdrücken. Man kann das auch ganz normal entlüften, indem man die Bremspumpe drückt, indem Flüssigkeit hier oben drin ist, unten den Versteller aufmacht, wieder zumacht, wieder Anlauf holt, wieder drückt, aufmacht, zumacht. Dauert 100 Jahre. Die Methode hier geht viel schneller. Also ich sage mal so, wenn ich fit bin und das alles da liegen habe, schaffe ich das manchmal in einer Minute. Aber mehr als 5 Minuten brauche ich eigentlich nie dafür. Und jeder, der sich damit schon mal rumgequält hat, weiß, man kann auch Stunden verbringen, bis es wirklich funktioniert, weil man immer wieder zwischendurch die Nerven verliert. Die Blasen bleiben in dem Schlauch, man drückt sie immer hoch und runter. Das nervt total. Eine Vakuummaschine ist natürlich der absolut geile Weg. Prima, wenn man sich das leisten kann. Ja, die billigsten kosten irgendwo so an die 100 Euro. Man kann sich das auch selber bauen mit einer Vakuumpumpe. Ist aber ganz schön aufwendig, weil so geht es auch. Ganz wichtig, wenn ihr fertig seid, wischt ihr bitte überall die Bremsflüssigkeit weg. Wie gesagt, der Lack wird angegriffen auf dem Tank, überall auf allen möglichen Teilen, die an dem Moped dran sind. Eure Pfoten werden davon auch nicht besser, die trocknen aus. Und noch was, eine Bremse ist ein absolut relevantes Teil an eurem Moped. Wenn diese Bremse mal nicht funktioniert und ihr habt meinetwegen, ihr habt ein Moped, wart natürlich fein beim TÜV-Prüfer, habt euch das eintragen lassen, der hat gesagt, okay, 95 fährt die Karre. Und ihr fahrt ein Bike runter, meinetwegen eine 105. Funktioniert ja. Und auf einmal geht die Bremse nicht, dann habt ihr ein richtiges Problem. Wenn so eine Bremse nicht geht und ihr schlagt irgendwo ein, ich meine, das Beste, was euch passieren kann, ihr seid leidtot, das Schlimmste, eure Knochen gucken in alle Richtungen und spießen aus der Haut raus. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Bremse, geht zu einem Fachmann, geht zu einem Experten. Wenn ihr wisst, okay, ich habe die Dichtung erneuert, ich habe das Zeug erneuert, die ist dicht und die funktioniert, dann könnt ihr das so machen und könnt das in der Werkstatt anwenden. Ich habe trotzdem schon ein bisschen Angst davor, dass irgendwelche Leute das machen und dann sagen, hier, der Jan hat gesagt, das ist gar kein Problem. Das ist eine Sache, dafür muss man wirklich eine ordentliche, saubere Werkstatt haben und muss es halt auch bringen. Wenn ihr euch das zutraut, macht es gerne und wenn nicht, geht zu einem Experten. Achtet auch noch darauf, welche Bremsflüssigkeit ihr verwenden müsst, weil es gibt verschiedene Systeme, die verschiedene Bremsflüssigkeiten brauchen oder wollen. Dabei geht es um die Temperatur und dabei geht es auch um die Verträglichkeit der Dichtung. Und das solltet ihr beachten. Das heißt, wenn da oben drauf steht, Dot 3 oder 4, dann nehmt ihr Dot 3 oder 4, also Dot 3 bis 4, wie zum Beispiel, was ich gerade genommen habe. Oder da steht drauf 5.1. Es gibt auch noch andere Bremsflüssigkeiten, aber wir tun das jetzt mal nicht so sehr vertiefen, das ist Quatsch. Was anderes ist eigentlich nicht geläufig. Und dann entlüftet euch die Bremse, macht einen Bremstest und ihr solltet ganz am Ende den Behälter so voll haben, dass noch genug Luft übrig bleibt. Solltet ihr den Bremsbehälter, den Ausgleichsbehälter hier oben, also überfüllen, dann habt ihr das Problem, wenn die Bremse heiß wird, kann die Bremsflüssigkeit nirgends hin, will sich ausdehnen, es kann hydraulisch aber nicht weg und was passiert dann? Die Vorderbremse fängt an mit Blockieren. Hatte ich auch schon so eine Nummer, das ist total uncool, mit einem Moped Probe gefahren, was ich nicht selber geschlüsselt habe, fahr Probe und nach, ja, ich schätze mal so 2-3 Kilometern, denke ich, was ist denn das? Und auf einmal fängt das Vorderrad an, vorne zu quietschen, stellt sich quer und ich habe mich fast flachgelegt. Und das ist wirklich kein Spaß, das kann also passieren, also achtet darauf, dass genug Luft übrig bleibt. Und wenn ihr irgendwelche Unsicherheiten bei der Bremse habt, dann guckt euch das an und schaut, dass das in Ordnung ist. Im Notfall geht es in der Fachwerkstatt. So, jetzt ist aber gut genug geredet, auf Wiedersehen.